Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Ein Mann, ein Wort, zwei Box von Massiv. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ein Mann, ein Wort, Teil 2 aus dem Jahr 2015. Der erste Teil, Ein Mann, ein Wort, damals erschienen im Jahr 2008. Also 7 Jahre haben wir auf den zweiten Teil warten müssen. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine rote quadratische Box, relativ flach gehalten. In weißer Schrift lesen wir hier ein Mann, ein Wort und daneben die große 2. Der Deckel rundherum an den Kanten schlicht in Rot. Auf der Rückseite haben wir einmal die Credits, die Logos und einen Barcode. Ansonsten hier keinerlei Text, keinerlei Infos. Und wenn wir das Ganze dann öffnen, der Deckel natürlich abnehmbar, nicht nur zum Klappen, sondern wirklich abzulösen, innen weiß. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein T-Shirt, das Album im Digipack, dann die Instrumentals in so einer Klarsichtfolie, in so einer Hülle. Eine Autogrammkarte. Das dürfte wohl ein Poster sein. Und dann haben wir die Vinyl. So, wie gesagt, von innen weiß. Machen wir mal wieder zu. So, nachdem die Vinyl hier noch verschweißt ist, das Album ist es nicht, aber die Vinyl, werden wir zuerst mal die Vinyl aus dem Plastik befreien. Vor allem, wo wir es am besten machen, wahrscheinlich hier am Eck, wo das Ganze hier so zusammengeschweißt ist. Schauen wir gleich mal. Also, so, also die Vinyl wohl hauptsächlich für das Boxformat verantwortlich. Aber wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Wir lesen hier in schwarzer Schrift, beziehungsweise in schwarzer und roter Schrift, All Massiva präsentiert. Ein Mann, ein Wort, zwei. Und wir haben hier massiv abgebildet, inklusive Palituch um den Kopf. Sieht aus, als würde gerade Richtung Himmel, Richtung Sonne schauen oder eventuell auch beten. Wir lesen hier auf der Rückseite, also auf der Seite lesen wir massiv, ein Mann, ein Wort, zwei. Und dann haben wir auf der Rückseite die Tracks. Wir haben, soweit ich weiß, keine Features, sind allesamt Solo-Tracks. Von diesen Tracks sind meine Favoriten speziell dieser Track, Solange der Mond über meinem Kopf kreist, und Track dieser hier, Feuer, Wasser. Auch hier wieder Credits und Barcode. Wir haben hier einmal das Booklet. Fühlt sich relativ dünn an. Cover kennen wir bereits. Ja, ist auch sehr dünn. Wir haben hier lediglich zwei Seiten. Und zwar haben wir hier die Infos zu den einzelnen Tracks. Wer hier beteiligt war. So sieht das Ganze aus. Hier genauso und dann hier zum Abschluss noch die Credits zum Album. Auf der Rückseite die Logos von Massiv und All Massiva. Und auch hier wieder Credits. Gut, hinter dem Booklet kommt nochmal das Logo von Massiv zum Vorschein. Und dann haben wir hier die CD in Rot gehalten mit weißem bzw. schwarzem Aufdruck. Ein Mann, ein Wort, zwei lesen wir hier. So sieht das Ganze aus, Rückseite blank weiß. Dann haben wir zusätzlich zum Album eine Instrumental-CD. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das ein bisschen schade.
Ich hätte es bevorzugt, entweder man macht hier eine 2-Disc-Edition, also man macht die Instrumental-CD hier noch rein, oder aber, wenn man die schon separat machen muss, dann zumindest in so einem Digi-Sleeve, also in so einer Papphülle, würde mir auf jeden Fall besser gefallen als einfach diese Plastikhülle. Ja, wir haben hier die CD in weiß, Instrumentals lesen wir hier. So sieht das Ganze aus. Dann haben wir, bevor wir zu den restlichen Inhalten kommen, noch die Vinyl. Cover genauso wie auf der CD. Auf der Rückseite auch hier die Tracklist angeführt in Rot und Schwarz. Credits. Und es ist da drinnen dann die Vinyl. Also hier in so einer weißen Schutzhülle. So, also wir haben hier einmal die A-Seite, klassisch in Schwarz gehalten, die Vinyl mit rotem Aufdruck. Und auf der Rückseite natürlich dann die B-Seite. So sieht das Ganze aus. Klassisch eben in Schwarz gehalten, in dieser weißen Schutzhülle. Ich freue mich generell immer, wenn es Vinyls in Boxen gibt. Oder wenn es das Album generell als Vinyl zu erstehen gibt, weil ich die immer noch sehr gerne habe und die sich auch sehr gut im Regal machen. Ich generell ein großer Vinyl-Fan bin. Gut, dann haben wir als weiteren Boxinhalt einmal eine Autogrammkarte. So sieht die aus. Auch hier wieder diese Abbildung, die wir vom Cover kennen. Ein Mann, ein Wort, zwei. Hier mit rotem Stift unterschrieben. Das ist auf jeden Fall ein originales Autogramm, also ist auf jeden Fall frisch hier mit Stift aufgetragen worden, nicht abgedruckt. Rückseite blank weiß, sehr schön. Dann haben wir, bevor wir zum T-Shirt kommen, noch das Poster. Das dürfte relativ groß sein, jawohl. Also, wenn mich nicht alles täuscht, ist das A1. Also wir haben hier im Hochformat massiv abgebildet, auch wieder in dieser Pose, die wir vom Cover kennen, mit dem rot-weißen Tuch. So sieht das Ganze aus. Rückseite blank-weiß, also einseitig bedruckt und das Ganze im Hochformat. Und als letzten Bestandteil der Box haben wir dann noch, wie so oft, ein T-Shirt. So sieht das aus. Was jetzt hier spannend ist, hier lesen wir wirklich nur den Schriftzug, ein Mann, ein Wort. Also der Zweier ist hier nicht mehr dabei. Ein Mann, ein Wort. Dann hier wieder das bekannte Bild, massiv mit dem Palituch über dem Kopf. Neckprint haben wir in dem Fall keinen. Und wir haben es zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton in der Größe L. Das Ganze 100% Baumwolle und made in Haiti. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das weiße T-Shirt mit diesem Foto, das wir vom Cover kennen, mit diesem Aufdruck. Massiv mit dem Palituch. Und darunter dann in Schwarz der Aufdruck Ein Mann, ein Wort. Starkes Motiv in meinen Augen, gefällt mir richtig gut vom Design her und kann man durchaus tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, die Autogrammkarte im Querformat, das Poster im Hochformat einseitig bedruckt. Die Vinyl zum Album, ein Mann, ein Wort, zwei. Die Instrumentals zum Album in dieser Plastikhülle, in dieser Folie. Und natürlich das Album an sich, ein Mann, ein Wort, zwei im Digipack.
Das alles in dieser wunderbaren Box. Ein Mann, ein Wort, zwei von Massiv. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Massiv unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.